Hallo und herzlich willkommen zum neuen Unboxing-Video vom Spiel am Wien. Ich bin's, euer Patrick, und heute gibt es das nächste Dominaria United Unboxing. Die beiden Commander Decks Pain Bow und Legends Legacy. Das ist das 5-Color Deck und das Mardu Deck. Ich werde wie immer beide Decks, also ich werde mal ein Deck jetzt hier einfach vor der Kamera aufmachen, einfach damit man wieder sieht, was so in der Packung selber drin ist. Und dann die Decks auflegen, einer nach dem anderen, und ja, sie versuchen zu besprechen. Ich fange, wie gesagt, mit dem Painbow an, einfach weil es, ja, alle Farben hat. Ich fange, versuche dann mal immer nach Color Wheel das zu machen. Da ist weiß, blau, da ist weiß, schwarz. Blau ist vor schwarz, insofern fange ich mit dem an. So, was haben wir da drin? Erstens habe ich es auf der falschen Seite aufgemacht, weil da gibt es sogar eine Perforierung. Schon. Tada! Da haben wir wieder alle fünf Farbsymbole. Damit man weiß, was man gekauft hat, ist ihr lieb. So, dann kann man das rausziehen, das kann man gleich zusammendrücken und wegschmeißen. Dann hat man hier wieder diese Marken zum Rausdrücken, wenn man das möchte. Aber vor allem hier hinten diesen Brenner, den verwende ich schon, den finde ich sinnvoll. Diese Marken habe ich am Anfang noch rausgedrückt, weil ich es lustig gefunden habe. In der Zwischenzeit lasse ich sie drin und haue sie einfach weg. Ich sage es, wie es ist. Dann hat man eine Deckbox, die ist sogar passend für Karten mithüllen, weil da ist ein Trenner drin. Ist natürlich Papierdeckbox, das heißt, Langlebigkeit ist jetzt nicht gegeben, aber eine Weile halt schon durch. Dann die Deckbox selber ist eigentlich sehr cool. Hat hier dieses das Planeswalker-Symbol, aber so auf 5-Color, da alle 5-Color, alle 5 Farben. Wobei das ist vielleicht auch Stained Glass Artwork mäßig. Und hinten hat man Jared, der ja auch der Commander ist. Dann hat man ein Heftchen, wie immer. Nicht zerreißen möchte. So, ein Heftchen an Zettel in Wirklichkeit, wo ein bisschen was über Jared steht und ein bisschen was über, so, ich weiß nicht, ein bisschen was über das Deck steht, Playing the Deck, und also Playing the Deck, ein Fünfzeiler, also wahrscheinlich nicht so aussagekräftig, und ein bisschen die Commander Rules, aber ja, kann man was, hat man was zu lesen zumindest, sag ich mal so. Dann hat man einen Lebenspunktezähler, der halt von 40 zu 21 geht, beziehungsweise von, wow, das ist diesmal nicht gescheit gemacht, von 20 auf 1, ja, bei 32 geht man auf, ja, das haben sie nicht gut gedruckt diesmal, oder zusammengekippt, nein, das ist gedruckt. So, dann gibt es diese Packung hier, das ist die Token-Packung sozusagen. Da hat man einerseits den Jared in Edged Foil in dieser Fett-Variante, nicht zum Spielen, aber halt dafür, damit man als Commander verwenden kann und nicht zufällig ins Deck mit reinmischt oder so. Ja, warum auch nicht. Dann hat man Kavus, allfärbige, die eben auch Jared macht, das passt. Humans, Snakes, auf der Rückseite Hydra, Egg, noch mehr Snakes, Bären, Beast und Angel. Also eine Vielzahl an lustigen Tokens. Dann gibt es jetzt immer so einen Collector Booster Sample Pack. Mache ich gleich auf. Wo ist der? Der ist. Der ist made in Belgium wieder. Das ist nice. Dann hat, da hat man drinnen eine Werbung. Und ich habe drinnen einen Defiler of Instinct und einen Nael. Defiler of Instinct in Full in Borderless. Nein, Extended Art. Finde ich sehr cool. Ist nett. Sie haben gesagt, es ist ja immer eine Stained Glass drin, das heißt, das war klar, dass irgendwas drin sein ist. Es könnte natürlich auch eine Rare sein, aber es gibt, kann natürlich auch ein Ankommen sein. Schaut ganz nett aus. Dieses Stained Glass finde ich ja grundsätzlich ganz okay. Ein bisschen vom Foiling halt sehr extrem. Aber ja, die Defiler ist okay, ist nicht der beste, aber ist auch nicht der schlechteste von den Defilern. So, und dann kommen wir zum Deck selber. Da ist der Anfang. Da haben wir mal auf der Seite die zwei Planeswalker, wir haben sie eh beide, also die zwei potenziellen Commander, wir haben sie beide besprochen im Set Spotlight. Das eine ist Jared eben, das andere ist Jensen. Ich finde persönlich ja Jensen besser, aber wir werden es, wenn wir es spielen sollten, dazu später noch mehr, sicher mit Jared mal probieren, weil ja, das ist ja der vorgesehene Commander. Dann ein kurzes Magic Rules Ding, das finde ich auch ganz nett. Und dann die Karten. Man hat am Anfang immer die Rares und Mythics, die halt, also die Rares und Mythics, ganz am Anfang die neuen Karten bis daher.
Dann die Reprints. Düdel, 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 düdel. Noch immer Rares, noch immer Rares, noch immer Rares. Und Mythics, da ein Popsch von Mythics, bist du gescheit. Die Mythic-Armee, gibt es euch das? Wie viele Mythics da hintereinander sind? Noch immer Mythics. So, bis daher. Also das sind die Rares Mythics im Deck. Und dann halt die Uncommons, Reprints. Schau, wir haben das mit den Uncommons. Früher haben sie wenigstens die Länder kopiert gehabt. Das sind jetzt alles Uncommons, jetzt die Commons, Reprints. Und ganz zum Schluss die Basics. Und da gibt es bei diesem 5-Color-Deck nicht viele. Offensichtlich. Also, ja. Das ist das. Aufbau ist immer dasselbe sozusagen. Bei dem Deck, also, bei dem Deck wird es nicht anders sein. Das heißt, da werde ich das Unboxing off-Kamera machen und einfach dann euch das Deck auflegen. Aber jetzt erst einmal Jared. Das Painbow-Deck ist interessant. Dadurch, dass es natürlich ein 5-Color-Deck ist, ist es super bunt. Ja? Es ist halt, die Mana-Base ist ein bisschen weird und ja, auch die Kurve ist keine echte Kurve. Fangen wir wie immer mit der Mana-Base an. Es hat 2 Plains, 2 Islands, 2 Swamps, 2 Mountains, aber 3 Forests, was irgendwie klar ist. Forests sind so das Hauptding, um Mana zu rampen und das braucht man halt, um Mana zu fixen. Man hat 3 5-Color-Länder, man hat den Command Tower, der natürlich, wenn man 5-Color ist, automatisch 5-Color ist. Crystal Quarry und Cascading Cataracts, die zumindest 5 verschiedene Farben produzieren können, wenn du das Mana mal hast. Bis dahin sind die nicht so prickelnd. Dann hat man alle 10 Schadländer, die es gibt. Also von der Arcane Sanctum bis Seaside Citadel, damit man eben immer dreifarbige Länder hat. Man hat zusätzlich noch Murmuring Bosk, das zwar also auch ein dreifarbiges Land ist, aber auch ein Forest ist. Das ist kurz zu bedenken. In zweifarbigen Ländern, also man hat Exotic Orchard, das kann dreifarbig sein, das kann zweifarbig sein, das kann Monocolor sein, das kann Five-Color sein, kommt auf einmal, wie die Spielgruppe ist. Also Monocolor wird es wahrscheinlich nicht sein, aber darum habe ich es mal bei zweifarbig dazugelegt. Und dann hat man noch diese 5 zweifarbigen Länder, die, was aber interessant ist und auch relativ wichtig, einen Land-Type haben. Das heißt, die haben eben auch einen Basic-Land-Type. Die haben eben zum Beispiel Sinking Hollow ist Island Swamp. Warum ist es interessant? Man hat neben Terramorphic Expand und Evolving Wild, die halt nur Basics suchen können, auch diese 5 Länder, die auch Basic-Land-Type suchen können. Also Bad River kann halt nur Island Swamp suchen, aber damit kann ich mir auch eine Sunken Hollow oder eine Prairie Stream oder einen Smoldering Marsh und so weiter suchen, was schon sehr interessant ist. Mit einem Mountain Valley kann ich mir aber auch zum Beispiel auch einen Murmuring Bosk suchen, um eben hier 5 Color, um eben hier zumindest 2 Farben zu sich zu haben. Crows and Verge ist da ein bisschen ein Outlier, ist auch ein Searchland, sucht aber eine Plains und eine Forest, also nicht eins von beiden, sondern 2. Dafür kommt es tapped, die Karten kommen tapped und es kostet 2 Mana, also ist schon auf der sehr, sehr langsamen Seite. Das Deck selber, ein Mana Drops hat man 2 Stück, man hat einerseits Path to Exile als Removal, man hat andererseits Abundant Growth. Ja, Abundant Growth ist natürlich schon Mana-Fixing. Mana-Fixing ist überhaupt ein sehr hohes Thema in den Early-Drops. Da mache ich das jetzt im 2-Mana-Bereich gleich vorweg. Man hält hier Pass to the World Tree, sucht ein Basic Land, Farseek, sucht ihr einen Non-Forest, das heißt auch alle von diesen da hier. Explore und sein besserer Bruder Growth Spiral, lasst nicht zumindest eine Karte ins Spiel bringen und eine Karte ziehen. Ich mache jetzt das vorweg, man hat 4 Mana-Artefakte, Arcane Signet wieder 5-Color in dem Fall, Prophetic Prism lass dich wenigstens umfärben, Felverstone Off-Color finde ich ein bisschen komisch und Obsidian Obelisk lass dich für Multicolor auch jede Farbe machen, was schon wiederum wichtig ist. In Kreaturen 2 Mana-Slots hat man Hero of Prisicked One, man wird viele Tokens kriegen, man hat viele Multicolor-Spells, Baleful Strix, ja, ist einfach eine super Karte, setzt sich auch selber, Coiling Oracle kann dir auch ein Mana-Ramp sein, ansonsten ist es Karton. Tiller Engine bringt dir getappte Länder ungetappt ins Spiel, wenn du das möchtest, was gerade bei diesen Tricolor-Ländern und bei diesen Tap-Ländern und so alles sehr wichtig ist. Also deswegen ist das eine gute Ergänzung. Ja, Jensen ist halt der zweitmögliche Commander, kann dir auch alle 5 Farben machen oder macht halt 4-4er, was auch sehr nice ist. Terminate und Echoing Truth, Removal unter Anführungszeichen, also Terminate richtiges Removal, Echoing Truth zumindest bringt dir Zeit. Im 3-Mana-Slot haben wir nur 3 Kreaturen. Das ist Falliai, der neue, der halt auch alle Farben hat und die Multicolor-Spells billiger macht. Das ist auch eine Art Mana-Ramp. Selvala, die auch zumindest grün dir fixt oder halt dir Karten ziehen lässt. Und Feberella, der die auch Mana macht. Also auch im 3-Mana-Slot alle 3 Kreaturen irgendwas mit Mana-Ramp oder halt ja, Fixing zu tun.
Dann hat man 3-Mana-Slot schon Removal, man hat Mana Cannons, das ich sehr gut finde, als Dauer-Removal, Beast Within als einmaliges Spot-Removal, Radiant Flames als Mass-Removal, Painful Truth kein Removal, aber Card Draw, du wirst immer 3 Karten ziehen, weil Radiant 3 wirst du ja wohl schaffen mit dem Deck. Dann hat man hier noch 3 Charms, die ein bisschen was von allem sein können, Removal, teilweise Counter, teilweise Card Draw, wie auch immer. Also da gibt es 3 Charms, Absanai und Sultai. Dann hat man natürlich auch im 3-Mana-Slot noch eine Menge Card Draw. Man hat Search for Tomorrow, Cultivate und Kodama's Reach als die klassischen 3-Mana grünen Card Draw Spells, die dir teilweise eben auch, also wie du halt, mit denen du halt die Basics suchen musst, ja, ist halt so. Collision Relic und Commander Sphere als weiteres Fixing. Collision Relic finde ich sehr gut, Commander Sphere wiederum weniger. Ich meine, ja, es kann dir auch eine Karte ziehen, was warum der Grund ist, warum es da ist. Und es ist natürlich auch 5-Color, ja, okay. Also, ja, sind beide sehr solide, passt schon. Dann sind wir im 4-Mana-Slot, da hat man nämlich jetzt Jarrett Zell. Nein, wir können im 5-Mana-Slot, was machst du da? Du hast dich verlaufen, Jarrett. Nein. So. So, umgekehrt dieser. So, dann haben wir im 4-Mana-Slot Knight of New Alara, die wiederum Multicolor-Spells pumpt. Achelos, der dir die Sachen mit ungetappt bringt. Transcend Courier, der wenigstens der 5-Color ist und damit halt fett ist mit irgendwelchen Multicolor-Pumpern oder so weiter. Clint ein Nephilim, Karten ziehen. Die Eimacherin, ja, wissen wir, was die macht. Saraxa macht wieder Mana-Ramp, kann die 2 Mana machen. Und Solemn Simulacrum sucht wieder ein Land und ist ein Card Draw, also halt auch hier wieder der Übergang zu 2 Spells im 4-Mana-Slot, die dir auch rampen sozusagen. Wobei Mitigation Pass kannst du sogar auch cyclen, wenn du schon genug Länder hast. Oder, was natürlich auch passieren kann, keine Basic Land Types mehr zum Raussuchen. Das muss man jetzt auch schon bedenken. Du kannst dir hier Basic Land suchen, hier Basic Land suchen, hier nur Basic Land suchen. Du hast aber nur 11 Basic Lands. Also es könnte schon passieren, wenn du welche gezogen hast auch noch, dass du irgendwann keine mehr suchen kannst. Was schon eher bitter ist. Aber auf der anderen Seite kannst du dir nicht erlauben, mehr Basics zu spielen, weil du ja Non-Basics brauchst für Color Fixing und so. Also der Mana Base bei einem 5-Color Deck ist natürlich das, wo man wahrscheinlich am meisten Geld investieren könnte, damit es einfach viel besser ist. Ja. Aber wie auch immer. Aber jetzt sind wir im 5-Mana-Slot, da hätten wir eben Jarrett, der hat sich verlaufen gehabt, den haben wir eh schon vorgestellt gehabt. Fusion Elemental ist einfach fett, 8-8 für 5 Mana. Chromantic Core ist auch fett und mit coolen Abilities. Maelstrom, Archangel, ähnliches. Dann haben wir mit Illuna und Netroid 2, die noch diese Ich bin ein Enchantment-Geschichte haben, was sehr cool ist, weil sie dann auch noch zusätzliche Abilities haben. Rien, Surak, also Rien, weiß ich gar nicht, was die macht. Ich würde vergessen, wurscht. Surak ist uncounterbar und einfach fett. Und Xyris, jetzt wissen wir, warum es so viele Snakes gibt, weil die lassen dich Snakes, lassen deine Gegner Snakes produzieren. Aber du kannst Karten ziehen, wenn du mit ihr Damage machst und das wird schon immer wieder mal passieren. Maelstrom, Nexus, Cascade für all deine für den ersten Spells ist mächtig. Time Wipe und Iridian Maelstrom, 2 Mass Removal. Time Wipe, da kannst du 1 retten. Iridian Maelstrom wirst du bei dir ganz wenig verlieren. Ja, was schon wieder sehr nice ist. Sylvan Reclamation, ja, Artefakte Enchantments zerstören, 2 Stück ist wichtig, aber du hättest sogar Basic Land Cycling drauf, falls du es mal brauchen solltest. Im 6-Mana-Slot haben wir noch 3 Karten, Two-Headed Hellkite, der wieder Karten zieht, Okashi, der auch mächtig ist, und Merciless Eviction, wieder als Mass-Removal. Im 7-Mana-Slot haben wir dann Dune Blast, wieder ein Mass-Removal, United Coalition, ein bisschen was von allem, okay. Und, weil es noch nicht reicht, wir haben noch im 10-Mana-Slot den Prime Evil Spawn, so. Dazu haben wir noch Lava Lange als X-Spell, den habe ich bewusst jetzt ganz am Schluss gemacht. Ja, ist auch wieder ein Mass-Removal-Spell. Ist wahrscheinlich mit 6 oder 7, also mit 6 ist es wahrscheinlich schon sehr gut, mit 7 ist es richtig gut. Ja, irgendwo da wird sich schon abspielen. Also wenn du es für 2 castest, ja, oder du kannst auch für 1 casten, um die ganzen Snakes wegzumachen, die dein Gegner gekriegt hat oder deine Gegner bekommen haben. Das ist auch ganz okay. Ich finde das Deck schaut sehr cool aus. Ja, einfach, es ist, also wenn du die Mana-Base hinkriegst, ist es sicher urviel Spaß, das zu spielen. Was aber auch das Problem ist, ich weiß halt nicht, ob du die Mana-Base hinkriegst, weil die Mana-Base ist zwar okay, aber wie ich gesagt habe,
Die Mana Base ist halt das, wo du am meisten Geld investieren könntest, damit es besser ist. Also allein wenn du diese 10 durch 10 Triome ersetzt, ja, also Triome und halt die aus Südsinuk-Cabana-Länder, ist schon halt besser. Straight up besser, weil du dann halt die Triome suchen können, weil du dann teilweise mit denen, wo draufsteht, such dir einen Forest, die suchen könntest, die Triome. Du könntest natürlich Fetch-Länder wären, gar nicht so schlecht, offensichtlich. Also das ist halt viel Luft nach oben. Ob du echte Dual-Länder brauchst, ja, kannst du dich spielen. Schockländer sind natürlich auch nice. Das Problem ist irgendwann, es wären dann diese Spells einfach zu schlecht, Kodama's Reach und Cultivate, wenn du halt einfach, du baust halt einen gewissen Basics-Stamm, damit die halt irgendwas machen. Gut, das war das erste Deck. Das zweite ist jetzt, das habe ich hier schon stehen, eben Legends Legacy. Das werde ich jetzt mal aufmachen und euch dann auflegen und dann natürlich zeigen, was da sonst noch drin war. Bis gleich. Legends Legacy. Das ist das Deck, aber bevor wir uns das Deck anschauen, das sind die Tokens dazu. Es gibt Zombie Knight Tokens und zwar urviele, 8 Stück, ein Elephant, ein Ragavan Token. You know what that means. Und wir haben Treasures, wir haben Warriors, wir haben Goblins, Knights und Griffins. Also die Tokens vom Deck. Dann gibt es wieder einen Booster, einen Sample Booster. Wir wollen nicht den Inhalt zerstören. Was haben wir da? Oh, einen besseren Defiler. Also der war definitiv besser, der Booster. Der grüne Defiler ist definitiv besser als der rote, weil er einfach der beste ist. Ob Balmor finde ich eigentlich auch besser als Nael. Insofern, ja, einfach der bessere Booster. Sehr cool, sehr, sehr schön. Ich finde es nett, dass sie das reingeben. Ist einfach ein nettes Gimmick sozusagen, das jetzt dabei ist. Gut. Das Deck. Du bist ein dreifarbiges Deck, man ist ein Mardu-Deck. Man hat folglich 6 Plains, 5 Swamps und 5 Mountains. Man hat 2 Länder, die diese Basics suchen können. Man hat 2 Trikal-Länder, nämlich Command Tower und Nomad Outpost. Man hat als Dual-Länder alle 3 Tab-Länder, alle 3 Bounce-Länder, Entschuldigung. Man hat alle 3 Tempel. Man hat dazu noch Battlefield Forge und Caves of Skull, also als Pain-Länder. Da fehlt praktisch das dritte, da fehlt das Rot-Schwarze. Dafür hat man 3 rot-schwarze Länder, Dual-Länder zusätzlich in Dragon Skull Summit, Foreboding Ruins und Smothering Marsh. Das heißt, das wird hier ausgeglichen und der Fokus ist auch mehr, also man hat hier jeweils ein Land weniger gehabt, das wird hier auf jeden Fall ausgeglichen. Dazu hat man noch Bochukabog und Shizu Death Storehouse als schwarze Basics und anfangs als schwarze Länder halt, die Utility-Länder sind. Utility-Länder hat überhaupt noch viele, was ich arg finde, weil man ist ja doch Tri-Color. Man hat einen Reliquary Tower. Scheinbar zieht man so viele Karten, dass sich das auszahlen könnte. Man hat Gaia Reach Sanatorium, wo man zumindest Karten filtern kann. Mikrokora, wo man alle Karten ziehen können. Okay. Dann Shivan Gorge, da kann man pingen. Weiß nicht, ob das gut genug ist, aber von mir aus. Mobilized District, das kann eine Kreatur werden, warum nicht? Und Tyrite Sanctum, was eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur legen kann. Was auf jeden Fall gut genug ist, weil man hat nur Legendary Creatures. Ich glaube, ich habe keine einzige Kreatur gesehen, die nicht legendär ist. Insofern okay. Im Ein-Mana-Slot hat man Faceless Looting, ja, eben halt, um sich die richtigen Karten zu ziehen. Geralt's Hourglass Pendant, ich weiß nicht, ob das wirklich was macht in dem Deck, ich glaube nicht, aber es ist einfach eine gute Karte. Solring macht immer was, ist immer eine gute Karte. Dann im Zwei-Mana-Slot Kreaturen hat man Anafenza, die macht deine ganzen Kreaturen schon mal größer. Karizeev bringt einen Freund mit, ist aggressiv. Aschlings Pilgrim kann größer werden, kann aber auch eine Art Mass Removal sein, das ist sehr nett. Blackbait, Reforged und Heroes Blade als 2 Equipments, die einfach deine Kreaturen besser machen. Blackbait Reforged, gerade im Late Game natürlich sehr gut. Sword of the Chosen, kein Equipment, aber trotzdem ein Pumpspell für Legendary Creatures. Also für ein Legendary Creature ist okay, für 2 plus 2 plus 2 ist gut. Vor allem, du kannst die halt im Combat aussuchen, also das ist praktisch ein Onboard-Combat-Trick. Aber wenn du jetzt 2-2-2er hast und der Gegner hat eine 3-3er, dann kann er wirklich gar nicht blocken, weil einer von den 2-2ern kannst du halt zu einer 4-4er machen und dann ist wurscht, hast du einen gekillt. Also das ist fast besser als ein Equipment in dem Zusammenhang. Dann hat man hier noch 2 Karthos-Spells, man hat Night's Whisper als echten Karthos-Spell und Thrill of Possibilities mit ein bisschen, ja, Card Parity zumindest. Im 2-Mana-Slot hat man auch Arcane Signet und Felverstone wieder als Mana-Ramp. Im 2-Mana-Slot, darum habe ich es dazwischen gelegen, hat man auch ein Wear and Tear, was natürlich super ist. Man kann es natürlich auch fusen, dann wäre es auf einmal ein 3-Mana-Slot. Ja, also irgendwo da gehört es hin. 3-Mana-Slot geht es auch weiter mit den Kreaturen. Da hat man Drana,
einfach ja, aggressiv und wird größer. Moira und Alesha, die beide die Möglichkeit geben, also den Friedhof zu spielen wieder. Der Captain, der dich rampt. Krenko, der einfach mehr Kreaturen macht. Varric, der die Möglichkeit gibt, dir so Sachen wie Night's Whisper nochmal zu machen. Ist es nur, oder ist es nur Abilities? Auf jeden Fall kannst du nochmal Leben zahlen. Pilgrim Dynamo, der dir auch Abilities, glaube ich, verdoppeln lässt. Ja, Activate and Trigger Ability. Genau. Also vielleicht einen zweiten KZF-Token, also einen zweiten Ragavan-Token, sowas. Dann haben wir hier auch zwei Equipments wieder, der River, Cleaver und Tensa. Auch wieder Kator mit Read the Bones. Hier hat man vier Removal Spells, Spot Removal, General Gift, Heroes Downfall, Be Devil and Mortify. Alles sehr gut, machen ein bisschen unterschiedliche Dinge auch. Finde ich sehr solide. Man hat mit Unbreakable Formation auch eine Karte, die dein Team schützt. Dann hat man im 3-Mana-Slot alle drei Monumente, also das rote, das weiße und das schwarze, die dir alle deine Spells billiger machen aus den Farben, das heißt in dem Zusammenhang auch Mana-Ramps sind, aber natürlich auch eine Ability haben. 1-1er kriegen, pingen oder halt wieder Kator haben, was alles sehr nett ist. Dann hat man hier noch eine Command-Sphere und ein Honor-One Shaku als weiteren Mana-Ramp, vor allem der Shaku ist interessant, weil du genug Legendary hast, um es nochmal zu enttappen. Kriegst du nur Colorless Mana, aber dafür kannst du halt 2 Mana machen in einer Runde. Oder auch mehr, ne? Weil so viele Legendary du hast, so viel oft kannst du es machen. Im 4-Mana-Slot haben wir die zwei Commander, eben die Hada oder Shanid. Jetzt, wenn ich das Deck sehe, bin ich mir nicht mal sicher, ob nicht auch Shanid hier besser ist als die Hada. Aber wir werden es natürlich, also wir werden sicher das Deck spielen. Wir werden es wahrscheinlich im 1-on-1 spielen. Ich habe es eben kurz angeteased, der Christoph und ich. Und mal schauen, wie es so ist. Weil es im Moment nur 2 Decks gibt und wahrscheinlich dann, also hoffentlich kommen mit Brothers War auch nur 2 Decks raus, dann können wir es dann mit Brothers War wieder ein 4-Player-Game machen mit den alten Decks, also mit diesen 2 Decks und den Brothers War Decks. Wenn bei Brothers War Decks 4 Decks rauskommen oder 5, dann muss ich mir überlegen, wie wir das irgendwie einbauen, dass wir diese Decks auch mal in Multiplayer spielen, weil das halt schon was anderes ist als in 1-on-1. Wie auch immer, weiter zu den Kreaturen. Man hat hier Seriam, der halt unendlich viele Griffins machen kann, Odritch, der gerade mit ganzen Legenden, die alle irgendwas haben, Flying Menace, First Strike, Trample, whatever, dein Team schon sehr gefährlich werden machen kann. Gefährlich werden machen? Wow. Tisha, die wieder den Friedhof spielen lässt. Chazal, der dein Team pumpt. Yosuves, der nur Menace hat, aber für viel Mana als sehr viele Zombies mitbringt. Neheb, lass dich wieder Karten spielen. Irgendwas. Du kannst deine Hand abwerfen und dann Karten ziehen und dann kriegst du sogar Mana. Der macht das, genau. Bella Borka, Kadrit und Taic als Multicolor-Karten. Taic halt auch interessant mit dem Indestructible und Battle Leon. Du bist offensichtlich ein aggressives Deck, du wirst offensichtlich lieber Combo Damage gewinnen. Wenn der 7-7 Indestructible dich angreift, ist schon grauslich für den Gegner. Draxos ist auch grauslich, weil du genug Historic Spells, schrägstrich Legendary Spells hast, die den ständig wieder enttappen und der ist einfach fett. Day of Destiny, wenn deine Legenden zu klein sind, kriegen sie nochmal +2/+2, warum auch nicht. Ambitious Cost, lass dich wieder Karten ziehen. Chaoth Wrath, der Name sagt, ist ein Wrath-Effekt, ist ein Mass-Removal. Und Hedron Archive, hast du wieder Mana-Ramp. Also man sieht hier auch sehr stark, wir sind bei 4 Mana und im Endeffekt hört die Kurve fast auf. Ja, ich meine, natürlich haben wir noch 5, 6, 7, sogar 8 Mana-Drops, aber das meiste spielt sich hier, in Wirklichkeit spielt sich das meiste bei 3 und 4 ab, aber das meiste spielt sich halt vor 4 ab, was eben diesen, meines Erachtens, aggressiven Ton ein bisschen noch unterstreicht. 5 Mana-Slot, Adriana, Arvet und Garna als Kreaturen, pumpen alle im Endeffekt irgendwie, also pumpen oder verbessern irgendwie deine Kreaturen alle, das ist ihr Ding. Heros, Podium, selbiges, wieder macht deine Kreaturen nochmal besser. Da geht es einfach darum, dass du halt, wenn das aggressive Deck normalerweise im Late-Game halt struggelt, weil halt 2er-Drops oder 3er-Drops zu schwach sein können, Day of Destiny, Arbeit und so, pumpen die dir noch weiter und machen halt oder geben dir noch weiter Fähigkeiten, damit die halt dann noch immer angreifen können. Im 5-Mana-Slot haben wir auch Ursas Ruinous Blast. Ist natürlich mega, weil alle Non-Legendary Permanents ist bei dir, ja okay, ein paar von den Equipments geht weg, ein paar von deinen Mana-Ramp geht weg. Aber deine Kreaturen bleiben halt alle liegen und viele auch von den Permanents bleiben liegen, eben wie Heroes Podium oder so, was auch okay ist. Im 6-Mana-Slot haben wir dann noch Kotopet und Etali, beide wieder ein bisschen Card Advantage sozusagen. Der Circle of Loyalty, auch
Card bzw. Creature Advantage. Auch pumpt sein Team nebenbei, warum nicht? Dann haben sie im 7-Mana-Slot schon, da haben wir Blade Wind und also Blade Wind als Kreatur. Blade Wind macht wieder Havara, vor allem nach einem Wrath vielleicht. Apropos Wrath, die kann dich vor einem Wrath auch beschützen, vor allem mit dem Flash. Aber wenn halt schon einiges im Friedhof ist, macht halt wieder 4-2-2er. Und Primeval's Glorious Rebirth bringt auch nach einem Wrath alle deine Permanents wieder zurück oder halt überhaupt, weil sie ja halt nicht getimed ist, was schon sehr geil ist. Also, wenn da das Spiel etwas länger dauert und du den zweiten, dritten Wrath gefressen hast und vielleicht mal keine Garner oder so hattest, dann ist ein Glorious Rebirth, glaube ich, der Game Changer ohne Ende. Dann haben wir noch eine Karte im 8-Mana-Slot, das ist Zetalpa. Ja, ich meine, Zetalpa kennen wir. Flying, Double Strike, Trample, Vigilance, aber vor allem Indestructible macht die Karte halt insane, auch wenn sie nur 4-8 ist, aber sie ist halt gerne mal hier 6-10 oder whatever, also genug Pump-Effekte. Und wenn Zetalpa halt das Board hittet, ist meistens das Game für die Gegner, kriegen wir Zetalpa weg oder sterben wir jetzt an Zetalpa, und oftmals stirbt man Zetalpa, was sehr cool ist. Und auch fair für einen 8-Mana-Drop, muss man jetzt sagen. Ja, das war das Deck. Beide Decks schauen cool aus. Mir persönlich, ich finde persönlich, obwohl ich Mado echt eigentlich meine Favorite 3-Mana-Kombination ist, weil ich es einfach lustig finde, so zu spielen. Aber ich spiele bei Mado dann eher lieber die kontrolligeren Varianten, eben so Board-Kontrolle. Das ist das Deck halt gar nicht, das ist ein einfach aggressives Deck. Insofern glaube ich, würde ich lieber das Rainbow oder das Painbow-Deck spielen, so, weil es einfach so over the top ausschaut und so weird ausschaut, und ich glaube, und jede Kreatur da halt so insane gut ist, oder jedes Spell, wobei da mit lauter Legends halt auch jeder Spell wirklich cool ist und gut ist. Also schauen wir mal, wenn wir spielen, vielleicht spielen wir auch eins so und eins andersrum. Ich weiß es noch nicht, aber wir werden es auf jeden Fall testen, die Decks. Ja, das war's von mir. Wer sich gefragt, warum steht das da, das hat einen Grund. Einerseits reduziert es das Spiegeln auf den Karten. Andererseits wird das auch ein Unboxing sein, was in baldiger Zukunft kommt. Also freut euch darauf. Und ihr wisst, was es bedeutet, wenn ich ein Bundle aufmache. Also, bis dahin, danke ich fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne Kommentare und Videos hinterlassen. Ihr könnt es auf Facebook, Twitter, Instagram erreichen. Ihr könnt uns Discord-Server beitreten. Ihr könnt es auf Patreon unterstützen, wie diese netten Herrschaften hier, die ich jetzt einblenden darf mal wieder. Und ihr könnt es natürlich auf jeden Fall im nächsten Video sehen oder auch im Spiel am Wiener treffen. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß mit Dominaria United. Ciao.